Es fehlt jetzt nämlich nur noch eine Mission, dann haben wir die allerletzte freigeschaltet. Wo es dann auch nochmal einen Extra-Boss gibt. Jetzt habe ich auch erkannt, was diese. Ich habe jetzt erst legit die Helme auf über den Missionen gesehen. Die dann sagen, da gibt's Bosse. Ja, okay, okay. Was denn? Nee, ich hätte mir sonst was zu trinken geholt. Achso. Ja, eine Runde noch schnell ohne Trinken. Wer braucht denn Trinken? Aber du hättest auch was zu trinken holen können. A large chunk würde ich sagen. Of Clan Festerer currently camped down in the ruins of Karak Knoll. Now, Skaven are paranoid little buggers, so you're gonna sneak okay. in, kill their warlord, was? And watch the chaos unfold. I'd love a full-scale civil war, but at the very least, Lul, civil war. The work on the Skitter Gate. Weißt du, was ich cool finde? Wir spawnen da, wo wir zurück müssen. Da ist der Ausgang gegenüber. Können wir nicht einfach direkt da hin? Ja, lass einfach gehen. Warte, ich probiere hier rüber zu der schnell. Nee, mach mal. Wir können dich eigentlich hochholen. Du müsstest sonst hier hängen bleiben, einfach. Oh. Ich habe mich geirrt. Wollen wir nochmal neu starten? Max? Ja? Nix. Ich dachte, du hängst dann so. So hier, weißt du? Ey, wollen wir nochmal neu starten? Oder willst du einfach trinken holen? Oder ein. Das ist super senseless. Lass nochmal neu starten. Er ist weg, oder? Egal. Er ist nicht weg. Okay. Es ist senseless, es nicht zu machen. Gruppe auflösen. Und dann müsste ich jetzt in die Lobby kommen, oder? Ja, dann machen wir ganz kurz Pause. Dann holst du was zu trinken. Ich geh kurz auf Klo und dann alles cool. So, jetzt muss ich wahrscheinlich den Twitcher wieder anmachen. Ne, ist noch verbunden. Okay, bin ganz kurz weg. Okay. Ja. Okay. Hallo, hallo. Max, bist du da? Hallo? Max ist gemutet, okay. Ja, wirklich nichts verpasst, Mann. Max hat mich eigentlich einfach nur in den Tod gebetet und das war's auch schon. Und jetzt anscheinend AFK. Also müsst ihr jetzt wohl mit mir hier aushalten. Ich bin mir relativ sicher, dass er AFK ist. Wie geht's euch denn so im Chat? Hi! Leute. Ach, welcome back. Ich war gerade dabei, eine wunderbare Unterhaltung mit dem Chat anzufangen. Soll ich wieder gehen? Nee, ist okay, die schreiben sowieso nicht zurück, weil die mögen mich anscheinend nicht. Achso, ja. Weh. Verstehe ich. Immer diese Verzögerung, ja, das stimmt. Ja, der jetzt, sorry. Ist halt tatsächlich beim Stream manchmal ein bisschen nervig, dass es halt so viel Verzögerung gibt. Deswegen fand ich auch dieses Twitch-Partner-Programm von wegen quasi Zero-Delay ziemlich cool. Also, die Frage ist halt, für kleine Streamer bringt es wahrscheinlich wenig. Tatsächlich. Weil. Hä, ich habe keine Mission ausgewählt? Die technischen Probleme, das hat Max ja auch schon angesprochen. Aber für. Größere Streamer ist das, glaube ich, ziemlich cool. Weil dann solche Sachen wie hier, auch das mit dem Abstimmen und so, es geht halt alles einfacher. Ja. Ist schon geil. Immer mehr Spiele, tatsächlich, wie hier, wie
Warhammer Vermintide 2 haben halt diese Integration von Titeln, was ich auch ziemlich cool finde. Weil selbst, also ich muss jetzt mal, ne, ist halt schon so, dass es halt relativ, wir haben einen sehr, sehr kleinen Screen, ne? Aber selbst hier macht es schon echt viel Spaß. Also, mir zumindest, die Interaktion mit dem Chat zu haben und so. Ja. Und das ist halt etwas, was ich ganz schön finde, wenn es halt noch mehr geht. So. Ja. So, wir dashen diesmal nicht darüber, sondern gucken uns hier diese Zwergenmine an, würde ich sagen. Weil was, das muss es ja hier sein. Ich mal eine Sekunde. Ich ja, ich guck mir nur so lange schon mal an hier. Ich werde mir jetzt nämlich mein... Hallo, warum kann ich denn bitte hier nicht nur Chat das einstellen? Das wird, glaube ich, eine richtig geile Mission. Wie nur Chat kannst du nicht einstellen? Am Handy. Ich wollte gerade auch. Ja, du musst doch, du musst dann auf Settings gehen und dann nur Chat. Ja, es ging aber nicht. Bei dir ist es gerade irgendwie ausgegraut. Okay. Ich habe das am Handy eigentlich immer an. Immer. Wie, also zum, wenn du streamst, meinst du? Ja. So, mit Bier. Bist du da, ja? Ja. Alter, das ist ein richtig geiler Ort. Ich mag Zwergenminen. Oh halt mein Gott. Moria denken. Die sind halt immer. Oh mein Gott, wie geil. Alter Scheiße. Potion? Ich bin runtergefallen. Wo ist die Potion? Da oben rechts. Das ist richtig cool. Das sieht sehr geil aus. Da haben wir sogar einen Zwerg, den man glorifizieren kann. Ein goldener Zwerg. Ja. Den beten wir jetzt an. Wollen wir eigentlich, müssen wir eigentlich noch weiter? Eigentlich, wir können hier bleiben, oder? Also eigentlich reicht es so. Ist ja eigentlich gerade ganz entspannt. Ich würde hier gerne nach unten, wenn ich ehrlich bin. Weil man müsste hier so ein paar Spinnweben entfernen, aber ansonsten... Ja, und dann wohnen wir. Und halt ein paar Knochen. Und dann die lassen wir. Die Atmosphäre. Dann ist das schon ziemlich geil. Aber mal sehen, was noch so kommt. Ich meine, das ist jetzt die ganze Zwergenmine, I guess. Ich glaube, das könnte ziemlich sick werden. Ich finde es so geil, dieses Spiel, Mann. Ja, das Einzige, was man halt noch ein bisschen mehr bräuchte, meiner Meinung nach, wäre halt Story, weil es gibt halt ultra viel Story im Warhammer-Universum. Also wirklich ultra viel. Das wäre ziemlich cool, also zum Beispiel die Skaven, niemand weiß so richtig, wo die hergekommen sind und die haben dann halt, es gab dann einen Auftrag im Warhammer-Universum, der hat irgendwer probiert, so einen riesigen Turm zu bauen, so was ähnliches wie Turmbau zu Babel, ne? Und die haben die dann, aber die Menschen haben das dann nicht fertig bekommen und jemand hat dann angeboten, in den einer Nacht fertig zu bauen. Unbekannte Leute. Und es waren dann die Skaven und die haben dann da oben eine riesige Höllenglocke angebracht, die mussten wir auch schon mal zerstören. Eine Höllenglocke. Und da kamen dann ultra viele Skaven aus dem Untergrund. Und haben dann seitdem Flaggen quasi die Oberwelt. Okay. Es ist also nur mal, um hier unsere Gegner mal ein bisschen Text-Story zu geben. Ja, wusste ich nicht. Ja, es ist halt. Und es ist halt nur ein Beispiel zu. Zu Story, ja, ja. Genau, und es gibt halt von Geschichten. Und dann. Keine Ahnung. Ja, ja, genau, es ist halt eine Sammlung. Warhammer hat halt sehr, 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 sehr viel. So, dürfte ich jetzt mal ganz kurz erwähnen, wie geil das hier schon wieder aussieht, mit den. Ja, mit den Zwergenleuten da und den Wasserfällen. Es erinnert mich actually so ein bisschen an die Ästhetik vom Hobbit-Film, auch wenn die Hobbit-Filme echt fucking trash sind. Oh ja. aber die sehen halt unglaublich gut aus. So, den ersten Hobbit-Film, ne? Den ersten Teil, da war ich noch actually on board. So, aber der zweite war okay. Also ich fand den Anfang vom ersten gut und danach hatte ich eigentlich schon keine Lust mehr auf alles. So, und der dritte... Der dritte Teil, das war der erste, das war der erste Film, bei dem ich beinahe aus dem Kino gegangen wäre. Also ich habe nur den ersten im Kino angeguckt und danach habe ich es schon gelassen. Du musst halt wissen, wie es aussieht. Ich bin nicht da hätte ich nicht. Ja, ja. Aber bei dem dritten haben die halt haben die Smoke während die Credits noch durch. Quasi die ganze, alles was im zweiten Teil aufgebaut wurde, war quasi Smaug. Und hier unten ist Verbandszeug. Krass wird der Kampf und so weiter.
Und dann töten die den einfach, während unten noch steht, wer da alles am Film mitgearbeitet hat. Innerhalb der ersten 15 Minuten oder so. Und danach war halt einfach komplett die Spannungskurve raus. Das war so trash. Ey, meine Fresse. Das Beste, was uns die Hobbit-Reihe gegeben hat, ist Martin Freeman, die ja bei allen möglichen Behind-the-Scenes-Sachen den Leuten, die das Film, den Mittelfinger zeigen. Tintau ist von übrigens noch zweimal Verbandszeug, aber irgendwie... Aber Martin Freeman ist generell ultra guter Schauspieler. Ist echt, also... Kurze Frage an den Chat. Muss ich Chat, Janus lauter machen oder kommt mir das so vor? Wir können jetzt ja mal, wenn jetzt hier gerade nicht so viel los ist. Ja, im dritten Teil... Ich weiß actually auch nicht mehr, was da passiert ist, aber ja... Also, Smaug wird getötet und danach... Es ist halt im Allgemeinen nicht so viel passiert. Und dann jetzt dämliche Aufgaben an Legolas, warum der auch immer in diesem Film werden dann Aufgaben. Ja, finde ein Weitläufer Nord. Hört auf den Abstreicher. Was halt kompletter Blödsinn ist. Das ist so dämlich. Holy shit. Ich finde die Rohre ein bisschen komisch so gerade. Was? Meinst du, die Rohre in der Matthew? Müssen wir hier lang? Weil dann würde ich nochmal kurz zurück, da gab es einen Weg nach unten. Dann lass es zurückgehen. Also, mich würde tatsächlich interessieren, was ich gesehen habe. Okay, der ist weil alle, die es noch nicht gesehen haben, auch wenn es wahrscheinlich keiner sein wird, Sherlock ist eine so gute geil. Serie. Allein cineastisch. Dass man okay, hier ist nicht viel, hier ist nur einmal Muni. Alter, ich. Ja, was heißt einmal Muni? Ja, ist schon, besser ist schon als bad. Ja. Was? Schon not bad. So. Ich mach den Zauberer also, mit den Hasen. Der Zauberer mit den Hasen, Alter. Der war echt lustig. Aber der war auch schon im ersten Teil, oder? Oder kam der erst später? Ja, Radagast. Was? Ja, Radagast. Der war, glaube ich, schon im ersten Teil, ja. Okay, ja. Genau, das ist der einzige Teil, an dem ich mich noch erinnern kann. Ernsthaft. Ja, so. Es ist halt. Ja, Mann, ich kann mich auch noch an den dritten, an den zweiten weiß ich gar nicht, was das ist. Hä, im zweiten? Der zweite war doch das, wo die dann angekommen sind und da in Fässern lang geflogen sind, oder? War das der zweite? Also ich meine, die sind alle ultra gut gefilmt. Also ja, qualitativ. Technisch qualitativ. Aber inhaltlich technisch kann da, also würde ich sagen, mein YouTube-Kanal mithalten. Ach komm. Oh, hier, komm her, Max. Komm her. Hier gibt's einen Lever, den ich pullen möchte, also einen Hebel. Okay, ja, ich muss es sehen. Ja. Was ist das? Oh. Jetzt wird Strom erzeugt. Alter, ist das geil. Habt ihr alle Staffeln von Sherlock gekauft? Ich hatte die erste geschenkt bekommen. Und dann habe ich die auf Netflix geguckt. Größtenteils. Und dann auf einmal gar das nicht mehr funktioniert. Weil es war nicht mein Netflix-Account. Sondern einer aus Dänemark. Und irgendwie konnten wir es dann nicht mehr angucken. Und jetzt fehlen mir noch die letzten Folgen. Muss ich unbedingt mal demnächst gucken. Also... Pass auf, nicht so nah am Rand zu sein. Es ist wirklich so gut, ja. Es ist... Also allein cineastisch wirklich. Allein was die... Oh ja, die Übergänge. Alter, was die für Übergänge machen. Also jemand, der sich zweimal... So geil. ...hat, ist halt... kriegt da konstanten Orgasmus. Also... So fucking gut. Aua. Es ist halt wirklich einfach... Also... Und dann die Schauspieler... Es ist wirklich einfach geil. Okay, hallo? Please? Hallo? Hallo? Ah, Zwerg to my rescue. Es ist so, jetzt der wurde runtergekickt, der Typ. Nice. Müssen wir hier runter? Nee, hier geht's noch. Oder? Sicher? Doch, wahrscheinlich ja. Aber warte, hier sind gerade ultra viele Gegner zu uns. Nee, hier ist nichts. Okay, echt nicht? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich durch die gerade aufgefahrenen Räder durch. Und dann, was ich euch noch begeben, der Netflix hat, ne? Sherlock Holmes ist wirklich einer der besten Serien. Verdammt gute Serie. Westworld. Auch technisch, was die machen. Kann man auch mal aufheben? Wirklich der Hammer. Also, die oh mein Gott, noch ein Rattenurger, Alter. Alter? Ja. Das hat unser Schätzspot. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass beide waren. Ja, Alter, ist so geil. Ich bin absoluter Fan von der Sherlock-Serie. Ja, au. Also das spielt halt auch Martin Freeman mit.
Fable gespielt in Arbeit. Ja. Weil ich nicht. Au. Ist halt ein sehr, sehr guter Spieler, der leider ein bisschen. Ja, hör mit dem Scheiß auf, Kakoga. Also ich mag Herr der Ringe unglaublich gerne und es wurde an Amazon, hat sich ja die richtige Zeit für eine Herr der Für eine Serie, Serie, ja. Die haben irgendwie, die wollen auch mit einer Milliarde das direkt mal anfangen. Also was extrem trash werden kann. Oder? Wenn sie ziemlich einfach geil. Nochmal die drei Teile machen. Oder halt das geil, sehr sad, ja. Wenn die sich mal, was aus dem Silmarillion oder irgendwelche anderen Sachen drumherum so ein bisschen. Oder einfach neue Charaktere. I don't fuck das care, nervt mich auch ultra den Star Wars Film. Da es ist, ich glaube persönlich, dass es sehr dumm war, Charaktere zu nehmen, die man schon kennt. Deshalb hat mir persönlich auch, also ich weiß nicht, ob es immer gemeint so ist, aber mir persönlich hat der Film, wie ist er? Rogue One, ultra gefallen. Ja. Und das ist doch. Hab ich nicht gesehen. Hab ich echt nicht gesehen. Ich aber fand den hat der letzte ultra Star geil. Wars Teil so abgefragt, dass ich da. Also Rogue One ist einer meiner absoluten Lieblings-Star Wars Filme überhaupt. Also die Star Wars 7, 8, bläh, naja. Dann den neuen Solo-Film werde ich mir vielleicht nicht mal angucken. Höchstens irgendwann mal auf Blu-ray oder sowas. Ich würde mir den nur angucken wegen Donald Glover. Ja, weiß ich nicht. Der spielt halt. Ich fand die Trailer halt richtig AIDS. Aber, ja, ja. Aber die haben auch generell in dem Film, die haben dreimal den Regisseur gewechselt. Ja, so. Ja, ich weiß. Aber Rogue One fand ich ultra geil. Und da war es halt, man kannte die Charaktere nicht. Es war ein bisschen was Neues. Und Star Wars hat halt echt coole Bücher auch. Die haben coole Stories, die müssen sie nur benutzen so. Ist halt genauso wie mit Warhammer, ne? Ja, oder genau. Halt mit aber es ist nicht Ringe. So krass da wie mit Warhammer halt auch noch jetzt. Mehr. Warhammer ist halt nochmal anders. Die böllern halt Geschichten raus, wie en masse. Hat Star Wars so viele? Es gibt auch halt echt. Yeah, also nee, sag ich ja nicht dagegen. Es ist ja ursprünglich ein Brettspiel. Ne? Ja, ja. Und die haben halt. Die also was auch für Spiele kriegst du halt die. Oh, Schatzsuche. Oh, nice. Kriegst du halt auch die Lizenz relativ einfach, sag ich mal. Oh Mann, die lassen mich nicht zu der Schatzsuche durch. Die Dreckigen. Die rennen nach oben alle. Scheiße, ja. Da kommen wir nicht hinterher, oder? Nee, ich glaube nicht sinnvoll. Einen haben wir, zwei haben wir gekillt. Bad. Actually sad. Oh, da kommen ganz viele Leute von rechts. Ah, du killst dich schon. Okay. Hinter mir, lol. Oh, da kommen noch mehr von der Seite. Kacke. Jetzt komm mal runter hier rüber, dann kann ich dich umbringen. Noch einen Rattenoger? Are you kidding me? Habt ihr Dr. Who schon mal geschaut? Ein paar yes. Vereinzelte Folgen. Aber ist irgendwie nicht so meins. Also. Ich kenne nur ein paar vereinzelte Folgen, ja. Jetzt, ich kenne halt auch nur ein paar. Und es gibt halt die ganz Holy alten. Shit. Wie viel das denn? Die sind halt so. Also, die kann man sich mittlerweile kaum noch anschauen. Der Reboot ist actually quite nice, aber es den ist ich nicht gesehen. Mir ein bisschen zu trashig. Keine Ahnung. Also, ich möchte da gar nicht. Ich gucke, glaube ich, gerne trashige Sachen. Sowas wie. Also, I actually love Supernatural. Aber es ist halt auch eine etwas trashige Serie. So. Okay, Rattenoger Nummer 3. Ja, also das ist halt so ein bisschen. Keine Ahnung, das ist halt irgendwie einfach nicht meins. Altered Carbon, also wie gesagt, gerade gegessen haben. Ist Netflix Original. Sci-Fi, basiert auf dem Buch und ist. Dreh-Schick. Also es sieht unglaublich gut. Sieht unglaublich gut aus und ist auch einfach wirklich gut geschrieben und gemacht. Macht einfach wirklich Spaß. Also allein die Szenerie ist unglaublich gut. Man könnte mich mal jemand hier hochholen oder droppe ich jetzt einfach komplett? Ich habe Schwierigkeiten, ich habe ja super viele kleine Gegner vor mir. Da, wenn ich mir den Drücken drehe, dann bin okay, ich down. Okay, der Zwerg kommt zu Beginn to my rescue bei 0,01 Leben. Alter, wie viel kommt denn einfach, während wir den Ogre killen müssen? Der ist wahrscheinlich der geilste Skill überhaupt. Jedes Mal, wenn man den Boss tötet, erhält man Leben dazu und dieses, Max wenn man Leben. Hochgeholt wird. Oder? Ja, ja. Nein, einfach okay. Du wirst geheilt. Und okay. wenn du down bist, hast du ja dieses decayende Leben, ne? Ja. Das kriegst du dann permanent. Lol. Also das ist einfach dann wieder normal Leben. Ist ultra gut so, also.
Kommen wir noch zurück, wo wir die Leute gerade gekillt haben? Weil da waren noch Heilsachen, oder? Oder haben wir die alle schon genommen? Nee, hab ich genommen. Okay. Kommst du? Ja, warte. Hier ist so viel Stuff, was ich mir angucken will. Oh, guck. Aber na gut, das ist größtenteils zu. Der kommt man nicht. Das ist wirklich sinnvoll hin. Oh, aber also... Altered Carbon, diesen Potion, gesagt, aber den kann echt, ich nicht haben. Heroes, ich fand die erste Staffel echt gut. Und danach wurde es ein bisschen... keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch ein bisschen snobbig, was für das angeht. Aber Altered Carbon, wie gesagt, guck da mal rein. So ist kann es sponsert? Ich empfehlen. Leider nicht. Wäre ich gerne. Ich bin actually absolut Fan. Und ich bin tatsächlich durch ein Sponsoring drauf aufmerksam geworden. Und zwar vom Giant Beastcast. Das ist ein Gaming-Podcast. Das ist mein Lieblings-Gaming-Podcast. Der ist sehr, sehr gut. Alter, ist das euer Ernst? Ja, und da hinten ist man noch ein Ding. Ja, kannst du dich um den kümmern? Oder? Den okay, gut. Ja, aber ich bin down. Perfekt. Ich versuche vorbeizukommen, aber der lässt mich nicht durch. Okay, ich versuche schwer zu leben. Holy shit, das war close. Aber das Sagen ist, wenn wir halt runterfallen, sind wir down so. Das ist ein richtig geiler Ort, mal wieder zu fighten. Kannst du den Titel nochmal wiederholen? Hab ich nicht verstanden. Altered Carbon. Also, Du bist nicht verändert ist. Der Feind hat schon. Altered Carbon. Ich frag mich wirklich, ob ich dich lauter stellen muss. Ich kann's gleich nochmal in den Chat schreiben, wenn wir den down haben. Ich frag mich wirklich, ob ich. Weil in meinem Hörfeld hier wäre es mir zu leise. Aber der Chat sagt, es ist ausreichend laut. Aber das Ding ist halt, ich habe halt auch massenhaft Regler verstellt von dem, was was gestreamt wird und verglich mit dem, was ich höre. Manu. Es ist extrem gut und ich würde euch das auch empfehlen, Englisch. Holy shit! Oder englischen Untertiteln. Ich gucke eigentlich alles mit englischen Untertiteln. Alter, sieht das geil aus. Also ich finde es halt. Ansonsten nimmst du halt immer was mit Synchronsprechern. Die können niemals das Original nachahmen. Ne? Das ist ja auch klar. Aber da hast du halt hast du das Original und du lernst auch nebenbei noch echt gut eigentlich. Das sieht halt so super geil aus. Ja. Könnte aber deine Lieblingsmap sein. Ich rede, aber ich gucke mit meiner Freundin halt extrem viel Serien. Unter anderem momentan auch mal wieder One Piece. Yes. Ich kenne das nicht. Anime. Always Anime. Ich gucke keine Anime. Also ich habe bisher keine Animes geguckt. Ist halt, also... Ich habe Angst vor einer unglaublichen Zeit. Ich habe Angst vor unglaublicher Zeitaufwand. Es kommt drauf an, was du halt für Animes guckst. So. Wenn du sowas wie One Piece oder Naruto guckst, dann ja, auf jeden Fall. Weil die haben halt 3 Milliarden Folgen. Aber wenn du zum Beispiel sowas guckst wie Death Note, das ist einfach nur super. Also Death Note kann ich jedem empfehlen. Der ist auch ein super Einstiegs-Anime tatsächlich. Weil ja, du hast quasi eine Zeichentrickserie, ne? Aber ein unglaublich gutes, gut geschriebenes Story. Und halt auch einfach eine unglaublich spannende Story, die auch nicht so Anime-esque ist, ja? Auch Charaktere, die nicht Anime-esque sind. Oder Detektiv Conan, der dauert auch extrem lange. Ja, Detektiv Conan ist halt, Ja, meine Viewer, die kennen größtenteils, glaube ich, Anime, soweit ich mitbekommen habe. Ja, das ist jetzt mal, dann was guckt ihr so? Au, fucking Mensch, Alter. Ich guck da mal, dass ich gleich im Chat bin. Wenn wir hier vorbei sind, ich mag Soul Eater. Soul Eater ist der Hammer. Die Ästhetik allein von Soul Eater ist der Hammer. Soul Eater ist auch super. Ich hab die noch nicht weitergeguckt, tatsächlich. Ich bin bei Folge 20 irgendwas, glaube ich. Aber ich glaube, so viel mehr haben die auch nicht. Ich weiß es gerade nicht. Oder weiter noch. Ich bin, glaube ich, noch weiter. Ich bin irgendwie relativ kurz nach Excalibur, wo Morgana dann... Heißt du Morgana? Ich glaube, kurz nachdem Excalibur aufgetreten ist und das Dämonenschwert halt auch schon Soul infestet hat. Es gibt wohl nie eine zweite Staffel oder so, steht jedenfalls. Leider wissen die zweite Staffel. Das geben. Kann sein. Ja, und das andere, was genannt wurde, war No Game, No Life. Kenn ich nicht, tatsächlich. Worum geht's da? Hold on, some of us are hurting. Ich finde SAO voll geil.
SAO? Ist das eine Abkürzung oder bin wahrscheinlich. Ich, oder SAO, ich habe keine Ahnung. Du, ich habe wirklich, also mich, ja, du hast eh den Schritt gefragt. Ja, whatever. Wo müssen wir lang? Hier lang, okay, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Es gibt so... Nee, ja, lang Anime Opening. Nicht. Okay, es gibt richtig geile Anime Hast du den Weg gefunden? Muss ich dir hinterherlaufen gerade? Ja. Okay. Ja. Es gibt so viele gute Anime Openings. Und dann gibt es 90%, die einfach viel zu lang sind. Sword Art also, Online. Es ist... Ah, Sword Art Online. Ja, gut, aber das ist ja... Ja. Ist ja dein... okay, das kenne ich aber nicht. Ich kenne halt... Ich habe nur davon gehört. Einen Sound, den ich ganz und aber gar klar, nicht mag. Online Da kommt irgendein Sound, den ich absolut nicht mag. Da irgendwo da hinten. Max, du bist ein bisschen out of the loop, ne? Ja. Wenn's um Anime geht. Muss man ja weiter. Hier runter oder nicht? Hier müssen wir aber weiter. Ne, das ist wieder zurück. Aber hier ist auf jeden Fall gerade ein Gegner. Und hier war ich noch nicht, glaube ich. Also würde ich sagen, hier geht's weiter. Out of the way, the gas rat's gonna explode. Kommst du? Nee, hier geht's weiter, oder? Nein, hier geht's weiter. Zurück. Nein, du läufst zurück. Nein, hier sind Gegner bei mir, die noch ja, die hier rumstehen. Ja, ich hätte hier auch Gas Rats, Mann. Ich habe viele Gegner. Gas Rats können gespawnt sein. Ich habe Nassassin. Ja, die sind auch gespawnt. Muss ich denn jetzt hier lang? Ach, da runter. Okay. Ja. Immer so weit hinten. Traurig. Alter. Das war doch safe wieder ihr, oder nicht? Die ganzen Assassinen hier. Das Gute am Twitch-Mod ist, man kann einfach immer alles auf dem Twitch Ja, stellen. Richtig hilfreich. Deshalb streame ich, wenn ich... Also, ich habe ja Frostpunk gespielt. In den letzten Streams. Oh, du Und hast Frostpunk? Ja. Holy shit. Ich habe die... So gut aus. Das ist ultra geil. Ah, es ist so fucking geil. Also, ich meine nicht nur, dass es gut aussieht, im Sinne von, es sieht ja, gut aus, ja, ja. Es sieht aus wie ein Spiel, was ich spielen möchte. Es ist unglaublich, unglaublich, unglaublich geil. Ich habe jetzt das ich Grund... Ich habe davon tatsächlich im Giant Beastcast gehört. Also ich hab's jetzt einfach gespielt. Eine Empfehlung an jeden, der Podcasts mag. Giant Beastcast ist absolut genial. Kriegt ihr auf jedem Podcast-Catcher, also es gibt ja Apps dafür, ist der Hammer. Also macht echt viel Spaß. Ist auf Englisch, aber das sollte ja für die meisten eigentlich kein Problem sein. Und wenn nicht, dann lernt ihr was dabei. Also okay, Frostpunk macht ultra viel Spaß, wie auch immer. Ja. Und da gibt es halt sehr viele moralische Fragen, die aufkommen. Ja. Und die habe ich Kinder immer, weiß. genau. Die habe ich immer einfach an den Twitch-Chat abgegeben. Somit war ich nicht schuld. Ja, das war super einfach. Aber es macht ultra Bock. Also ich habe 10 Sekunden für die Hauptquest gebraucht. Und dann habe ich gestern Nacht dann noch, nachdem ich auf dem Fertig war. Es gibt ja noch zwei Nebendinger. Mehr sogar. Ich dachte zwei. Also ich habe jetzt das erste gespielt. Und ja. Dann habe ich schon ein weiteres freigeschaltet. Aber da steht ja. Unten, dass es noch mehr kommt. Ja, also entweder genau, es wurde noch nicht reingepatcht. Ja, ja. Aber es stand auch schon. Ich glaube, ich habe noch zwei, die ich jetzt offen habe, die ich noch spielen kann. Ja, ja, zwei. Es gibt drei. Aber ich habe schon eins gespielt. Und die Hauptquest. Okay. Glaube ich. Okay. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Okay. Wie auch immer, ich habe jetzt die Hauptquest und die Archen gespielt. Aber also das erste Szenario. Macht auf jeden Fall ultra viel Bock. Absolute Empfehlung. Hier kommt ganz viele Leute übrigens Treppe hoch, weil wir auch gerade lang gelaufen sind. Ja, von der anderen Seite kommen noch. Perfekt. Mit leichten Angriffen kommt man halt leider nicht durch die Verteidigung. Das zackt halt richtig. Ich werf die einfach rum, komm. Hau da. Au, jetzt hör doch mal auf und sterbt einfach. Sehr schön. Geht hier nicht tot. Hast du Frostpunk gespielt, als wir dich aus dem Spiel geholt haben? Ja. Upsi. Sorry nochmal. Aber es hat echt Spaß gemacht, die Leute. Ja. So, allein mal wieder im alten Squad. Das hat zu lange gedauert. Seid ihr mehr so ein Serienmensch oder ein Filmmensch? Also ich war früher vor allem Filmmensch und derzeit vor allem Serien. Ich gucke fast also keine Filme mehr sagen, derzeit. Momentan, es gibt sehr gute Filme, die rausgekommen sind. Unter anderem zum Beispiel Lady Bird. Der Warte mal bitte gerade, kurz glaub, zurück, ich war ultra weit weg. Warte mal kurz auf mich. Aber es gibt momentan so viele gute Serien. Ja. Vor allem, dadurch, dass ich momentan Netflix-Account habe. Oh Mann. Hast du da halt so einfach Zugang zu guten Serien. Also natürlich nicht nur gute, da gibt es auch ziemlich viel Trash. Ich nehme auch nochmal eine Runde, das sah bei dir so witzig aus. ich hatte halt ein bisschen Angst, dass er mich rausschubst und ich dann sterbe. So.
oder? Nee. Nee, nicht ganz. Ist halt für mich momentan einfach günstiger und vor allem einfach entspannter, weil ich kann die halt einfach aus dem Bett gucken. Als Film. Und ja, Filme gucke ich natürlich auch immer noch. Aber halt weniger als früher und vor allem auch einfach deutlich weniger als früher. Außerdem, Serien haben halt den großen Vorteil, dass die haben viel mehr Zeit, um Charaktere einzuführen. Ja, das ist halt so geil. Und so weiter. Also das Problem ist halt auch, du versenkst deutlich mehr Zeit da rein. aber die haben halt auch einfach viel mehr Zeit, um dich zu hooken und Charaktere einzuführen. Du kannst die langsam einführen, weil häufig bei... Also was richtig häufig bei Filmen halt nervt, ist, dass zum Beispiel Love Stories und so immer richtig reingeforst werden. Also es gibt eigentlich davor keine Geschichte zwischen den Charakteren und plötzlich fangen die dann halt an und sagen, ey, ich liebe dich schon immer und hast du nicht gesehen? Ich glaube, wir sind jetzt gleich vor dem Endboss. Warte, ich trinke noch kurz was, bevor der Endboss kommt, würde ich sagen. Nein. Was denn? Nein. Alter, so ein was deine Truhe am Ende level up, das ist hinter einer Wand, wo ich nicht hinkomme. Dann guck mal, wo der Weg ist. Nein, da kommt man nicht rüber. Nee, ist never, Alter. Es gibt immer einen Weg. Nein, da kommt man nicht rüber. Es ist hier hinter der Wand. Hey, wo bist du? Ja, ich bin beim Endboss schon. Und toll. Hier sind aber noch voll viel High-Sachen. Und du hast keinen mitgenommen. Ja, nee, hab ich nicht, weil ich den Dings gejagt habe. Aber da kommt man actually nicht hin. Vielleicht kommen wir da später noch hin. Na dann. Richtig dumm, dass du hier nicht mit dem Heilpot reingehst, weil ich mal erwähnt habe. So, der Spinnenmagier. Alter, ihr gebt uns jetzt keinen Fluch der Ratte, oder? Ihr wollt uns jetzt nicht einfach wenn. Okay, ihr habt's getan. 30. Nee, ein Viertel weniger Leben. Ich bin begeistert. Was ist denn falsch bei dem Typen? Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Alter, what the fuck? Der ist komplett auf Koks. Ja. Was ist denn falsch bei dem Typen? Der geht richtig ab. What? Toll. Was ist da passiert? Ja, same. Nee, ich wurde nur zurückgeschlagen. Jetzt bin ich down. Hä? Was passiert hier? Hä? Hä? Was passiert hier gerade? Ich bin gerade extrem verwirrt. Hi Senpai, by the way. Und nein. Ja, was hat der denn für eine Hitbox? Holy shit! Ja, richtig behindert. Und warum bin ich geslowt so hart? Ich kann mich quasi nicht bewegen. Ach so, weil es eine Spinne ist. Wir sind wahrscheinlich in irgendeinem Spinnennetz oder sowas. Als Debuff. I don't know. Hey, what the hell? Das ist echt hilfreich, Chat. Dankeschön. Hä? Was ist denn das? Und ich habe irgendwie so ein... Hast du auch einen Pfeil vor dir? Nee, also ich habe das Gefühl, du bist irgendwie richtig out of it. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ich glaube, ich hatte einen Bug tatsächlich. Ich glaube, das ist der... Pack das einfach auf freien Gegner. Meinst du? Ja. Also ich meine Fähigkeit benutze, aber ging's wieder, also I don't know. Alter, what the fuck, vor allem ich komme gar nicht zu harten Angriffen, weil die so schnell sind. Und seine Knockback-Attacke ist komplett nicht erkennbar. Ja, genau, das finde ich tatsächlich auch, ist das Einzige, was mich richtig stört. Das ist vielleicht ein Bug oder so. Vielleicht haben die irgendwas verändert zum Hotfix, also um es fairer zu machen, haben sie es verkackt oder so. Hä? What the fuck? Holy shit, ja. Au, Assassine. Alter, warum ist der jetzt schon wieder auf mir? Ich heile dich kurz. Warte kurz. Weiter geht's. Oh, danke, ansonsten wäre ich für immer gekauft und dann wäre ich wahrscheinlich unter den Hut gekommen.
Jetzt müssen wir nur noch den Part machen mit nicht verlieren. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hat sich gerade unsichtbar gemacht oder so. Nee, ich habe ihn hier disconnected. Okay. Weil da war gerade auch irgendein Raucheffekt oder so. I don't know. Okay, Assassin's kommt. Das kann auch sein. Ja, da ist einer direkt auf mir drauf. Da ist einer gestorben. So, wo ist er jetzt? Gesagt, hin? Da steht er. Okay, okay, okay. Nee. Warte. Hey, what the fuck? Nice. Down. Wir haben es geschafft. Der war ein echt komischer Gegner, wenn ich das. Also. Ja, der war weird. Ich konnte mit der Serie nichts anfangen, weil ich muss leider beißen, dass ich keine Attack on Titan geguckt habe. Attack on Titan ist der Hammer. Ihr braucht doch keine Heilung, oder? Nee, nee, wir sind doch Full Life quasi, oder nicht? Wo müssen wir hin? Nach oben, oder nicht? Ich würde sagen, du läufst in die richtige Richtung. Allerdings ist hier zwischen uns mal wieder ein Magier. Ja, ich hab ihn gekillt. Okay, sehr gut, dann komm ich. Komm ran! Ja, 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 ich bin da. Oh mein Gott. Das ist jetzt eine gute Erinnerung an das Intro von dem Spiel. Ja, habe ich auch schon gedacht, als ihr am Anfang da lag. Ja, ja. Aber es ist ein anderer Ort. Und wir sind nicht im Käfig. Ein Anfang. Wahrscheinlich wird da unser letzter Kampf sein, ne? Kann ich mir vorstellen, keine Ahnung. Okay, wir kommen wieder in coole Orte. In echt coole Orte. Wow. Komm, ich finde cool, dass das Spiel uns so aufbaut, als ob wir hier durch die Tür müssen. Richtung Matrix. Ich fände es so geil, hätten die eine Tür eingebaut, wo man dann in einen Türenkorridor kommt. So einen weißen Türenkorridor. Ich muss Matrix mal wieder gucken. Das sieht hier schon Star Wars-esque aus, tatsächlich. Wo willst du hin? Hä? Okay, hier geht's nicht lang. Nach oben. Rechts nach oben, du Lappen. Oh, wusste ich. Nice! Wir haben es schon wieder geschafft. Es ist echt einfacher geworden, weil besser sind wir kaum geworden. Oh, ich wäre beinahe in den Tod gesprungen. Hallo? Sehr. Da wäre richtig gut gewesen. Jonas, schaust du gerade ein Anime außer One Piece? Ah ja, und spielst du Yasuo, wurde vorhin gefragt. Ich spiele nicht Yasuo, nein. Ich schaue momentan Conan. Mit Naruto bin ich durch. Conan schaue ich aber immer irgendwie genauso wie One Piece. Was habe ich davor alles geguckt? Gerade bin ich eigentlich mit allem davor durch. Achso, Cowboy Bebop, obviously. Wie heißt es? Cowboy Bebop. Ist Leute. Extrem gut, gibt's auch auf Netflix. Klassiker des Animes. Dann noch eine Empfehlung, die auf Netflix, scheiße, wie heißt die? Devilman Crybaby. Most Headshots war ich, lol. Schreib's mal rein. Devilman Crybaby. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Also wirklich der beste Anime, den ich seit langem geguckt habe. Ist der Hammer. Und Boruto habe ich noch nicht angefangen, nein. Boruto habe ich. Warum bin ich kein Mod mehr? What the fuck? Bist du doch, da ist doch sogar ein Mod-Symbol bei dir. Habe ich bei mir nicht. Bei mir schon. Toll. So, wir erstmal die sinnlose Kiste öffnen, die wir einfach nur haben, um sie zu haben. Genau, also Devilman. Und Devilman jetzt die richtige Kiste. Ist eine absolute Empfehlung. Ein richtiges Brett, dieser Anime, der ist extrem gut. Ach, ein Langbogen. Ein besseres Schwert, aber es ist, glaube ich, nicht so schnell. Wir können es ausprobieren. Und noch ja, ein viel besseres Schwert. Das war's eigentlich. Das ist auch schneller. Soweit es war. Bei Boruto habe ich noch nicht angefangen, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Es ist schnell genug. Okay, wollen wir aber, uns auf die letzte Mission gehen? Das macht alles gut. Zum Beispiel war ich halt erstmal, also ich fand das Ende von Shippuden unglaublich gut. Und ja, da war erstmal für mich genug in dem Moment.
Aber ich bin gespannt drauf, was Boruto so macht. Actually.